Es ist ungewöhnlich, als Künstlerpaar zu arbeiten. Das Besondere ist ja, dass man nicht wie ein Egoman einfach alleine sitzt in das Atelier und dann nur Gedanken mit sich selbst hat, sondern dass man irgendwie auch offen ist für andere Ideen. Ich zeige euch mal, wie das jetzt gehängt ist hier. Die Collagen, die sie gemeinsam herstellen, die haben eine ganz besondere Dynamik, sind auch vom Konzept her für mich interessant und ausgesprochen überzeugend. Da ist man auch so schön nah dran an den Collagen. Also auf dem Laufbild, im Durchbruch der Kugel, sieht man, wie eine Disco-ähnliche Kugel hineinbricht in den Raum, blitzartig. Und dann sieht man auch den senkrecht stehenden Himmel im Fenster der Galerie. Und man sieht auch, wie dieser Himmel hineinfließt in ein Laufbild. Und diese tanzende Figur ist der Kameramann. Leichtfüßig tritt er an die Laufbilder und filmt sie. Für uns war das ja auch besonders interessant, eine Zusammenarbeit anzufangen, weil wir aus verschiedenen Bereichen kommen. Als wir uns kennengelernt haben, habe ich performative Videos gemacht und Installationen und du Malerei und Zeichnung. Im Laufbild Perfektes Teamwork gibt es drei Figuren und im Grunde genommen ist das eine Figur. Das ist ein Bewegungsablauf. Eine Figur, die in einen Raum hineinläuft, auf den Sockel springt, aufbaut. Die aufbauende Figur steht für den Künstler, der ein Hybrid ist, könnte man sagen, aus uns beiden. Und dann springt sie wieder runter und läuft raus. Es gibt auch eine Hand, die erinnert an das Motiv der Sixtinischen Kapelle mit diesen zwei Fingern. Das ist so die Gotteshand, das Glück, was dem Künstler oder allgemein dem Menschen begegnet. Um so ein Laufbild zu machen, braucht man zuerst eine Ausstellungsansicht. Die Ausstellung war in Kopenhagen 2011. Da hatte ich eine Pub-Installation gemacht. Diese Ausstellungsansicht wird nachher ergänzt durch meine Figuren. Diese Figurenwelt, die ich schon bevor ich Nana kannte, entwickelt habe und weiterhin entwickle, das sind groteske Gestalten, oft beobachtete, nicht ausgedacht, oft aber auch Mischwesen, kombiniert aus mehreren Persönlichkeiten, die ich jemals gesehen habe. Und diese Figuren werden gezeichnet auf ganz normalem weißem Papier mit einem ganz normalen Bleistift. Und diese werden dann ausgeschnitten und auf diese Ausstellungsansicht drauf kollagiert. Das hier, so ist das hier. Als Kind habe ich Ballettunterricht gehabt und das hat sicher mich beeinflusst später, weil meine Zeichnungen ständig aus der eigenen körperlichen Erfahrung sich bilden. Wir nennen das oft, unsere Bilder oder die Hintergründe als Bühnen und die Figuren von Mathieu als Schauspieler. Wo Mathieu der spitze Bleistift ist, sozusagen, dann bin ich die Schere. Ich schneide in den Papier rein, da ist es ja immer ein Moment auch von Vertrauen, weil ich ja im Grunde genommen auch ein Bild von uns beide kaputt machen kann. Wir sagen auch manchmal oder machen Witze darüber, dass man könnte es auch sehen, ein bisschen wie ein Operationstisch. Das war die erste Farbe jetzt. Mit Linien belebe ich das sozusagen, dass die Bühne und die Schauspieler noch mehr mit Bewegungslinien und Kraftlinien. Manche haben so ein Flow, entweder schnell oder langsam. Manche Linien gehen aus dem Bild raus. Und andere Linien folgen den Form, was man ja auch hier im Bild sieht, auch ganz oben, mit einer violetten Linie, die die Kästenformel wiederholen. Und einfach auch kontrastreiche Linien.
Und was ich damit mache, ist ja eigentlich auch, wie ein Choreograf das macht, dass ich sage zu den Schauspielern, wie sie sich bewegen sollen. Und manchmal sind es ja auch Objekte, die sich irgendwie bewegen. Zum Beispiel auch sieht man in Perfektes Teamwork auch einen Heuhaufen, die dann irgendwie auch scheint, aus dem Bild rauszulaufen. Oder vielleicht gibt es tatsächlich eine Person, die man gar nicht im Bild sehen kann, die irgendwie versucht, diesen Heuhaufen rauszuholen. Also man kann die Bilder sehr unterschiedlich sehen. In diesem Laufbild fehlen auch 4 Farben. Und nachdem ich eine Musterprobe gemacht habe und wir nehmen Matthias-Strichproben, Bleistiftproben, dann bearbeiten wir das weiter im Computer. Und nachdem das dann gedruckt wird, heißt es die digitale Gobelins. Hier sieht man ein Beispiel von einem digitalen Gobelin und wir nennen es Laufbild, weil man darauf tatsächlich laufen kann. Wir sagen auch, dass man kann optisch hineinlaufen. Laufbilder hat verschiedene Bedeutungen. Erstmal Laufbahn oder Lebenslauf oder Bilder, die auf dem Boden lagen, wo man tatsächlich rüberlaufen könnte. Und dann natürlich auch allgemein Bilder, die laufen. Das ist ja eine laufende Serie. Es geht um zeitliche Ausdehnung. Also Zeit spielt eine große Rolle, weil wir beziehen uns auf die Ausstellungen, die in der Vergangenheit gewesen sind. Und wir beleben sie wieder, indem wir sie in die Gegenwart holen. Und der ästhetische Aspekt unterstreicht das. Es gibt unten immer diese Fußleisten, die zeigen, wie das Bild entstanden ist, die Entwicklung. Bei den Enfants Terribles spielt ja der Tanz eine besondere Rolle. Als ich dann beim interkulturellen Festival Eigenarten die südafrikanische Tänzerin Jessica Newton gesehen habe, kam ich auf die Idee, sie in die Ausstellung einzuladen und in einer Performance auf die Bilder Bezug zu nehmen. Und daraus sind dann ganz nach dem Konzept der Enfants Terribles auch wieder weitere Laufbilder entstanden, die dieses Projekt mit der Jessica Newton zum Thema haben. Wir sagen, Kunst ist Fußarbeit. In der Kunst gibt es keinen Fahrstuhl. Man muss diesen Weg zu Fuß machen. Und dabei ist nicht nur die körperliche Arbeit gemeint, sondern in erster Linie die mentale Arbeit. Und das sieht man ja auch mit der Ausstellung, die wir gemacht haben. Für uns ist Ausstellungstätigkeit sehr wichtig. Da lernt man sich auch besser kennen als Künstler und man versteht auch viel mehr den Kunstbetrieb dahinter. Wir stehen in der Tradition von Neo-Dadaismus. Zusätzlich haben wir aber eigenen Fokus durch den Kunstbetrieb, die Aspekte des Lebens zu beleuchten. Die Bezeichnung Enfant Terrible bezieht sich direkt auf die Aktion auf dem Außenplateau der Hamburger Kunsthalle. Das waren die Kinder von der Maman, die Louise Bourgeois gemacht hat. Diese kleinen Spinnkinder, die stehen für uns auch. Das ist der Nachkommen in der Kunstwelt, könnte man sagen, wo wir uns dazugestellt haben, natürlich auch mit Selbstironie. Ironie, Humor ist einfach sehr, sehr wichtig für unsere Arbeit. Wir beleuchten dunkle Seiten von Menschen, die schrecklichen, die trieben Seiten. Aber mit kindlichen Augen. In unserer Aktion Konsumschwein, die von Fischmarkt bis Elbphilharmonie war, da gab es ja auch einen Kontrast zwischen diesem großen, pinken, eigentlich ganz niedlichen Schwein und dann eigentlich den Grund, warum wir das gemacht haben, wegen der Elbphilharmonie. Das war wieder so zwei Kontraste, diese Gebäude, die so viel gekostet hat, so mit so viel Skandal. Das Schwein hat amüsant ausgesehen. Viele Leute haben sich königlich amüsiert. Aber am Ende, je näher wir zu der Elbphilharmonie kamen, desto nachdenklicher wurden die Menschen und haben dann den ernsten Zusammenhang gesehen. Die Arbeit im öffentlichen Raum ist für uns eine Abwechslung zu der Arbeit im Atelier. Es vergrößert unseren Spielplatz. Also als Enfant braucht man auch Spielplatz.
Man kriegt auch viel mehr Reaktionen. Und das ist natürlich auch etwas anders. Die Spinnen, die kleinen Madwes in Hannover, sie sind ja auch anders gebaut. Da arbeiten wir sehr schnell und haben dann andere Ziele. Das ist wichtig für uns, dass wir zum Fuß diese Aktion machen können. Wir sagen ja auch, wir haben ja diesen Spruch, Kunst ist Fußarbeit. Das kommt richtig zur Geltung in unserer Aktion und vielleicht nicht so viel in unserer Ausstellung. Auf jeden Fall in einer anderen Meinung. Aber ich glaube, das ist auch wichtig für uns, dass wir immer in verschiedene Kontexte arbeiten können. Was eine Ausstellung hat, das hat eine Aktion nicht und umgekehrt. Und man braucht irgendwie Vielfältigkeit. Und man wird einfach auch bereichert, wenn man etwas im öffentlichen Raum macht. Die Materialien, die wir benutzen, sind oft alltäglich und auch überall zu finden. Zum Beispiel benutzen wir Zeitungspapier, Kleister, also Pappmaché für unsere Skulpturen, aber auch Holzgestell. Diese Weise zu arbeiten passt ja irgendwie auch ganz gut zu Kindern. Pappmaché ist ja auch ein kindliches Arbeitsweise. Aber es geht auch schnell und für uns, wenn wir arbeiten zusammen, geht es auch um Schnelligkeit und auch, dass wir das sofort machen können, also ein Projekt umsetzen können. Das Thema Konsum wird hierdurch nochmal hinterfragt. Man hat natürlich auch Bezüge zu Arte Povera. Und natürlich auch hat es ja auch Bezug an diese Generation, die wir ja irgendwie zugehören. Zugehören, diese Wiederverwertungsgeneration. Damit sind wir ja beide aufgewachsen, wie man Müll trennt, wie man aufpassen muss, dass die Ressourcen nicht erschöpft werden. Also ich habe eine Reihe in der Galerie hier auf die Kunstmeile hin konzipiert, Schau der Meisterklassen. Und darunter waren zum Beispiel auch die Félicité der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Die Enfants Terribles passten deshalb auch für mich in die Reihe, weil sie in ihren Arbeiten eben sich durchaus mit Meisterschülern von dieser Liga eben messen lassen.